Hallo, ich bin Jérôme Robinet. Ich freue mich sehr, dieses Buch vorzustellen. Das ist mein zweites auf Deutsch, mein viertes insgesamt. Mein Weg von einer weißen Frau zu einem jungen Mann mit Migrationshintergrund. Mit Anführungszeichen bei jedem Wort. Kurz zu meiner Person. Ich lebe seit 10 Jahren in Deutschland und seit... Nee, falsch. Ich lebe seit 20 Jahren in Deutschland und seit 10 Jahren als Mann. Oder ich lebe seit 20 Jahren in Deutschland und seit 10 Jahren mit einer Katze. Ich bin Schriftsteller, Spoken Word Künstler, Schreibcoach, Doktorand. Ich promoviere im Bereich Performance Poetry in queeren Kontexten. Ich überlege die ganze Zeit, ob meine Stimme nach unten geht, wenn ich am Ende des Satzes. Aber ich glaube schon. Ich glaube, ich mache das schon richtig, oder? Okay. Ich arbeite mit Sprache. Ich mache etwas mit der Sprache und die Sprache macht etwas mit mir. Hat etwas mit mir gemacht. Schon längst. Katze. Katze! Katze! They are insanely sanft. Das Schnurren gibt mir ein Gefühl von Ruhe. Sie bringen mich ständig, oder meine Katze bringt mich ständig zum Schmunzeln. Und Schmunzeln ist eine Mikropause. Also ist wichtig, im Alltag Mikropausen einzubauen. Und Schmunzeln gehört dazu. Deswegen ist es immer so ein Entspannungsmoment, die Katze anzuschauen und kurz schmunzeln. Ja, meine Katze spricht in Sprechblasen und hat immer so krasse Weisheiten. Wenn du behaupten würdest, Lesben hassen Männer. Meine Katze würde antworten, nein, sie lieben Frauen. Ich glaube, mein Lieblingsort in Berlin ist meine Wohnung. Ich bin unheimlich gerne zu Hause. Ich bin ein häuslicher Mensch, arbeite auch von zu Hause zum Teil. Und meine Katze ist zu Hause. Ich liebe auch in Berlin den Park Hasenheide. Das ist sozusagen fast wie mein Garten. Ich lebe in der Straße, die dem Park angrenzt und ich bin fast jeden Tag da zum Spazierengehen, zum Luftschnappen und beim Laufen schreiben. Ja. In den Medien nerven mich am meisten die mangelnde Kreativität, wenn es um Repräsentation angeht. Also es sind sozusagen immer wieder dieselben Menschen, Geschichten, die uns erzählt werden und gezeigt werden. Und das stört mich, ja, diese eingeschränkte Darstellung der Realität oder von Lebensrealitäten. Ich glaube tatsächlich, ich versuche generell nicht zu sehr Menschen... Hallo. Ist so gelaufen, so hinter dir, so. Also mich inspiriert hat zum Beispiel meine Ex-Partner, hat mich inspiriert, über mich hinaus zu wachsen. So. Dann gab es Menschen, die mich auf dem Weg, zum Beispiel das erste Mal, dass ich eine Person als Drag King gesehen habe, das war im SO36 Ocean Le Roi. Hat mich total inspiriert und die Person auch an sich finde ich inspirierend, weil die Person, mir fällt jetzt das Wort kriegerisch ein, aber das ist kein schönes Wort. Ich möchte die Sprache abrüsten. Eine sehr starke Persönlichkeit. Mich inspirieren Menschen, die im Exil leben und für die es zum Teil keine Wahl ist, und wie sie zum Teil krass trotzdem positiv durch den Alltag gehen und die vielen Hürden und vielen auch positiven Sachen, die sie erleben, weiterhin aufnehmen und annehmen, trotz Kriegserfahrung, trotz krasse Vergangenheitsgeschichten und so. Also mich inspiriert das total, die Dinge zu relativieren und alles ist gut. Ja. Ich fürchte, ich hatte keinen Kindheitstraum. Also wenn, dann wäre es tatsächlich, oder es war eine Schriftsteller werden, war ein Traum. Und sonst, wenn ich einen Wunsch geäußert habe oder wenn ich einen Wunsch denken sollte, zum Beispiel beim Sternschnuppen oder bei Geburtstagskerzen auspusten, war es immer und heute auch immer noch keine Kriege mehr. Und es ist fast, ich finde es fast platt, weil das ist sehr naiv, aber es ist einfach das, was ich immer wünsche. Klimakrise. Ich wünsche mir, dass es kälter wird. Ich wünsche mir, ich freue mich, dass die jüngere Generation so aktiv ist. Das ist cool, weil das ist genau die Generation, die in den nächsten Jahren, Jahrzehnten in der Politik sein wird, in der Wirtschaft, in den Medienwelt, die selbst Kinder kriegt und so weiter. Also schon ein gutes Zeichen. Ich wünsche mir, dass wir weniger Menschen hypen und mehr tun und oder uns weniger gegen Menschen richten und mehr tun. Ich freue mich, dass Judith Butler den Preis des Berliner CSDs abgelehnt hat, damals, und stattdessen Gruppen wie Suspects oder Glatt, Les Migras, Reach Out vorgeschlagen hat. Also Gruppen und Vereine, die sich tatsächlich seit langer Zeit und aktiv gegen Rassismus, gegen Sexismus, gegen Antisemitismus, gegen Diskriminierungsformen in der Gesellschaft einsetzen. Genau, ich habe sehr gefeiert, beziehungsweise ich habe mich gefreut, dass Judith Butler das tut. Ein freundliches Chaos, habe ich den Eindruck. Eine freundliche Unordnung, eine sympathische Unordnung, ein freundliches Durcheinander. Also Köln ist für mich die Möglichkeit, so früh wie möglich loszufahren, um früher da zu sein und trotzdem verspätet sein. Und gleichzeitig Waschpulvergeruch auf der Straße, plötzlich ein Straßenkünstler am Rhein bewundern zu können, eine sanfte Wärme, also ein freundliches Durcheinander. Mein Wunsch an die Welt wäre, dass wir öfters lächeln. Es ist unheimlich, weil das mit einem selbst macht. Und was das mit dem Gegenüber macht. Ich wünsche mir, dass wir öfters lächeln. Natürlich wünsche ich mir, dass wir öfters Gründe haben zu lächeln, aber manchmal reicht es auch einfach, das zu provozieren, selbst zu lächeln und andere zum Lächeln zu bringen. Wie Katzen sein, andere zum Schmunzeln bringen.